Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Podcast Erfolgreich glücklich sein. Hier ist Christina von Herz über Kopf, deinem Podcast, der dich dabei unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und man kann sagen, heute ist einer meiner Herzenswünsche in Erfüllung gegangen. Ich habe nämlich endlich es geschafft, mit Kira Siefert einen neuen Termin auszumachen und den sogar zustande kommen zu lassen. Wir sind nämlich irgendwie unglaublich busy und Kira ist wie ich ein ganz, ganz, ganz warmer Herzensmensch, der ja wirklich seine Berufung lebt. Und Kira macht ganz, ganz viel für Essthemen. Also für Menschen mit Essthemen, also für Menschen wie du und ich, Kira, ne, die das lange Jahre hatten und sehr, 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 sehr genau wissen, was das für ein Leidensweg ist. Und ich freue mich, dass du heute hier bist und mit mir genau über dieses Thema sprichst. Und wir werden ganz, ganz viel mitgeben, so haben wir es uns vorgenommen, für all die Menschen, die noch mit Essthemen unterwegs sind. Hallo Kira, erstmal herzlichst willkommen bei uns. Oh, vielen, vielen Dank für die schöne Einleitung und das warme, herzliche Willkommen. Ich freue mich auch riesig, dass wir jetzt heute hier beide sind und dass wir gemeinsam einfach so viel wie möglich Mehrwert rausgeben, liefern, damit all die Menschen, die es brauchen, auch hören, dass es für sie mit Sicherheit auch einen Weg gibt und dass sie vor allem auch diesen Glauben an sich wieder richtig spüren können. Das wünsche ich mir. Ganz genau, das ist genau das, was ich meine, weißt du, weil das ist echt auch bei mir so eine Pain gewesen und ich freue mich, wenn du so ein bisschen auch mal von dir erzählst, wie es bei dir so war und wie du da rausgefunden hast. Ich meine, das ist ja letzten Endes immer das, was wir doch als allererstes gefragt werden, oder? Wenn jemand zu uns kommt und den Mut hat, sich zu zeigen, dann kommt immer die Frage, wie hast du das geschafft? Also Kira, wie hast du das geschafft? Ja, wie habe ich das geschafft? Das ist wirklich die Frage und auch die wertvolle Frage und gleichzeitig auch schwierigste Frage, finde ich persönlich, weil wenn mir die Frage gestellt wird, ist meistens eine Erwartung auf der anderen Seite und ich kenne diese Erwartung, wie gesagt, selbst und weiß dann auch, dass die sehr hoch ist und ich die Erwartung, die an mich gestellt wird, in dem Moment definitiv nicht erfüllen kann, weil ich nicht das Rezept habe. Also nicht die Schritt für Schritt die Rezeptanleitung für jeden Menschen und deswegen gehe ich da halt immer sehr, ja, was heißt nicht vorsichtig, doch ich gehe gefühlvoll vor bei dieser Antwort. Und ich würde sagen und darauf antworten, wie habe ich es geschafft? Für mich war das Wichtigste, überhaupt erstmal zu realisieren, dass das, was ich da mache, also mit Essstörung ausgelebt, ob es jetzt in die Richtung nichts essen oder ganz viel Essen erbrechen oder nur in mich reinstopfen ist, unabhängig davon, wie ich die Essstörung ausgelebt habe, war es für mich erstmal wichtig, das zu erkennen. Also das als etwas zu erkennen, was ja nicht immer da war und deswegen eventuell auch gar nicht immer da sein muss. Das erst einmal richtig zu realisieren und dann auch wirklich sich das Ganze einzugestehen, ich mache hier was und ich habe hier was in meinem Leben, das finde ich komisch, das finde ich auch scheiße, es blockiert mich, es behindert mich in meinem richtigen Leben, ich habe das Gefühl, ich kann nicht richtig fühlen, ich kann mich nicht richtig freuen, bin aber auch nie so richtig traurig, weil ich ständig damit beschäftigt bin, mir nur über Essen, Nicht-Essen, Kochen, Einkaufen, Erbrechen, wann habe ich wieder Zeit, um einen Essanfall zu haben. Also diese Welt dreht sich ja nur um diese Essstörung und die ganzen Glaubenssätze und Glaubensmuster, die damit zusammenhängen. Und deswegen finde ich es immer so ganz, ganz wertvoll, sich erst einmal mit dieser Welt zu beschäftigen. Also nicht zu sagen, wie kann ich das Ganze am schnellsten loswerden, sondern eher mehr darauf einzugehen und mehr hinzuschauen. Also sich wirklich mit Essstörung zu beschäftigen, sich mit sich selbst richtig in der Tiefe zu beschäftigen, die Muster dahinter zu erkennen, den Fokus weg vom Essen zu nehmen, sondern tiefer in sich selbst einzusteigen. Was will ich mir damit selber beweisen? Was will mir mein Inneres damit sagen? Was finde ich in meinem Leben zum Kotzen? Warum ist es für mich wichtig zu hungern? Was möchte ich nicht spüren? Also mir wirklich auch zu erlauben, den Blick hinter diese Essstörung zu werfen. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht so das aller Wichtigste auf dem gesamten Weg, unabhängig davon, wie stark oder wenig das Symptom ist. Das Symptom, das verändert sich,
mit der Zeit, je mehr du dich nach innen bewegst, je mehr Verbindung du nach innen aufbaust, desto weniger wird das Symptom im Außen, weil dein Unterbewusstsein es dann auch versteht, dass das etwas ist, was du dann irgendwann nicht mehr brauchst. Doch dich nicht darauf zu fokussieren, wann ist es endlich erreicht, wann ist sie endlich weg, sondern dich darauf zu konzentrieren, wer steckt dahinter? Wer bin ich, die das wirklich macht? Das wäre meine heutige Antwort auf die Frage. Oh, Kira, du machst es so schön. Ich bin echt total happy, weil das ist im Grunde genau auch das, was ich geantwortet hätte. Also letztlich wirklich auch so unser Ansatz, ne? Wirklich zu gucken, okay, was liegt denn darunter? Weil ich wirklich auch erstmal auf diesem extrem langen Weg anfangen durfte, mich damit anzunehmen und festzustellen dann immer mehr auch, dass das in diesen Momenten halt einfach noch zu mir gehörte. Sprich, es war wohl eine ziemlich lang andauernde Überlebensstrategie und ich hatte einfach noch keine bessere. Und ich kenne auch all diese Jahre oder fast ja schon Jahrzehnte, in denen ich mich zutiefst verurteilt hatte, in denen ich mich geschämt habe, mich wirklich sozial maximal isoliert habe, in denen ich auch, wie du es auch erzählt hast, gar nichts anderes mehr im Kopf hatte, neben dem Überleben auf der Arbeit, Geld verdienen und so, ne, es gut machen, perfektionistisch sein und so, in dem ich wirklich nichts anderes im Kopf hatte, als wann kann ich endlich die Türe hinter mir zumachen, können mich alle an und so weiter, ne? Und dann endlich zur Sache, ja, und ich habe meine Ruhe und ich habe dann auch wirklich gemerkt, ja, das war für mich wirklich wie so eine Art Freund, Freundin. Das war für mich, die Essstörung war manchmal meine einzige Vertraute und die einzige, die da war, besonders in Situationen, die anfingen von traurig sein, über langweilig sich, also sich gelangweilt fühlen, über erschöpft sein, müde sein und es wegessen. Es war eigentlich die Überlebensstrategie für alles. Und als ich das realisiert hatte, dachte ich so bei mir, ja krass, auf der einen Seite war mir das gar nicht bewusst, auf der anderen Seite wollte ich nichts einfach nur als das endlich loswerden. Ich habe es gehasst und damit habe ich mich gehasst. Und das war der falsche Weg. Und dann habe ich, und das hast du wahrscheinlich auch auf deinem Weg, ich habe ja jede Form von Therapie ausprobiert, also tiefenpsychologische Therapie, 120 Stunden. Ja. Ich habe verhaltenspsychologische Therapie gemacht von 120 Stunden. Hat alles letzten Endes bei mir nichts genutzt, ja, weil ich einfach, ich habe bei dem einen erzählt und er hat mich ein bisschen mitleidig angeguckt und auch schon wirklich gute Tipps und Ideen gebracht, aber tatsächlich in die Tiefe gegangen und mal die Gefühle gefühlt, die bei mir zumindest dazu geführt haben, dass da gar nichts hätte in mir bleiben können. Ich stelle mir das wirklich so vor, dieser Behälter in mir war so voll mit Scheiß, mit ungefühlten Gefühlen, mit alten, unwahren Glaubenssätzen, mit Gedanken und Wahrheiten über mich, die mal allesamt total falsch waren, aber die mich halt mega belastet haben, weil die Gedanken waren schlecht. Weißt du, es waren so Gedanken wie, du bist nicht gut genug, du bist hässlich, du bist eh zu blöd für alles, du kriegst ja gar nichts hin, guck dich doch an, dich will doch auch keiner, du mit deiner Essstörung, das kannst ja niemandem erzählen. Lauter so Sachen, die mich natürlich noch zusätzlich runtergezogen haben. Und klar, es ist dann wie so eine Einbahnstraße, wie so ein Kreislauf, ne? Wenn man sich dann mit sich selber in dieser alten Abwärtsschleife bewegt, dann bleibt ja auch irgendwie gar nichts mehr anderes, als sich wieder zu trösten oder sich abzulenken oder irgendwie sich ja zu beruhigen, auch vor Ängsten oder vor anderen Gefühlen. Und wenn ich dann mal versucht habe, was zu essen, dann haben diese Gefühle, die ich nicht gefühlt hatte bis dahin, weil ich gar nicht wusste, wie sowas geht, ja, die haben sich dann so nach oben geschoben, dass mir so schlecht wurde, dass es entweder rausschoss aus mir oder nach hinten rausschoss, aber es war irgendwie alles so selbstverständlich. Also es hat sich so verselbstständigt, das ist der bessere Begriff dafür, dass ich es nicht mehr unter Kontrolle hatte. Ne? Und boah, ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich innegehalten habe und verstanden habe, war, als mir das klar wurde, was du alles gesagt hast und ich auch nochmal so realisiert habe, ja, das ist hier gerade echt im Grunde meine einzige Überlebensstrategie. Und wenn ich die gewählt hätte, dann wäre ich vielleicht drogenabhängig oder was weiß ich was, alkoholabhängig, keine Ahnung, das war eben einfach die Überlebensstrategie meiner Wahl. Und die ist mir nicht feindlich gestimmt, die meint es nicht böse mit mir, im Grunde meint die es sogar gut mit mir. Die will mich unterstützen, auch wenn es völlig grotesk ist und leider total aus dem Ruder gelaufen hier mit uns, ja, aber es ist irgendwie etwas, wofür ich auch mal dankbar sein darf und die ich einfach auch mal anerkennen darf. Und in dem Moment bin ich stehen geblieben, aus diesem Hamsterrad raus und habe mich einfach mal liebevoll in den Arm genommen und vor allen Dingen auch meine Essstörung liebevoll in den Arm genommen, die bei mir genauso aussah wie bei dir. Entweder gar nichts gegessen und mich damit sogar richtig geil gefühlt, das ist ja so die Gefahr dabei, ne, dass man sich
boah, und schon total wieder gefeiert. Stärker, ja voll, ich bin machtvoll so, obwohl total viel Ohnmacht natürlich drunter liegt, ne? Ja. Also dieses Gefühl, boah, ich krieg das hin und so. Dann der totale Absturz, dann das schlechte Gewissen, dann so, boah, das muss auf jeden Fall raus. Totale Übelkeit, das gar nicht drin behalten können. Dann auch Durchfall und alles entwickeln, so automatisiert, dass das irgendwie sowieso gar nichts mehr ging. Och, und ja, einfach auch so ein unfassbar anstrengender Kampf, ne? Wenn ich da so zurückblicke, ja, auf die Jahrzehnte, ne? Ey, dann denke ich mir so, oh Mann, du armer Hase. Also ich jetzt, ja, so, oh, ja. Und dann könnte ich die so zu mir nehmen, die ganzen Jahrzehnte, und könnte sagen, oh Mann, du hast es so gut gemacht, weißt du? Und ich glaube, ja, das ist auch mal so ein ganz wichtiger Schritt, nochmal so zu sehen, boah, was für eine Anstrengung wir da auch überlebt haben, tagtäglich, ne? Rund um die Uhr tagtäglich. Und ich, mir ist auch gerade noch was eingefallen oder einfach so in den Kopf gekommen oder in den Sinn, weil du das Wort Kontrolle angesprochen hast. Und ich weiß, und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so, vielleicht war das bei dir auch so, ich habe mir selber die Entwicklung ganz, ganz lange, also ich habe mich erst nach 7 Jahren, sage ich mal, so richtig darauf eingelassen, mich wirklich mit mir auseinanderzusetzen, weil mich vorher die Angst vor dem gedachten Kontrollverlust wie blockiert hat. Also ich wusste, ich muss das hier alles unter Kontrolle halten, und sobald ich ja anfange, mich wirklich auf eine Therapie einzulassen oder wirklich anfange, die Wahrheit zu sagen, damit ich überhaupt therapiert werden könnte, dann kam sofort diese Angst hoch, dann verliere ich ja die Kontrolle so richtig und dann läuft ja alles so richtig aus dem Ruder. Also selbst da diese verschobene, verzerrte Sichtweise zu haben, dass das alles noch viel schlimmer macht, obwohl der Weg genau durch die Angst durchgeht. Doch das war eben super lange genau das, worauf ich mich nicht einlassen konnte, weil genau das meine Blockade war, die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Denn solange die Essstörung aktiv ist und ja so eine richtige, ja, so ein manifestiertes Glaubenssystem, was zu mir gehört zu der Zeit oder gehörte, da ist das ja Realität. Also da ist ja nur der eine Weg für mich in dem Moment möglich. Das ist das Einzige, was in dem Moment realistisch erscheint. Und da ist ja keine Option B, C, D, E präsent in den Momenten, sondern nur dieser eine eingefahrene Weg. Und da diesen Blickwinkel mal richtig zu öffnen, um auch selber zu erkennen, dass das Leben bei keinem Menschen, ob jetzt Essstörung oder nicht, aber dass es bei keinem Menschen nur oder immer nur einen Weg gibt und dass ja somit für dich selber im Grunde auch die Möglichkeit bestehen müsste, andere Entscheidungen treffen zu können, nur in dieser eigenen Welt, die ich mir erschaffen habe, wo ganz viele Dinge verschoben und verzerrt verknüpft waren, da existiert nur der eine Weg, weil ich mir gar nicht erlaube, da rauszukommen oder mal eine Tür zu öffnen, um zu gucken, was liegt denn eigentlich hier dahinter oder was liegt denn auf der anderen Seite dahinter. Also das ist ja dieses Gefühl von sich selbst gefangen halten in der eigenen Welt, die sich real anfühlt. Doch im Grunde ist das auch kein echtes Fühlen, was zu der Zeit passiert, weil das Fühlen ist ja genau das, was die ganze Zeit versucht wird zu betäuben, zu bekämpfen innerlich. Ja. Und das ist ja dieser brodelnde Topf, den du auch beschrieben hast, dass da ganz viel ist, ganz viel Müll ist, der jedoch für einen selber nicht sein darf. Und du gibst halt alles dafür. Also im Grunde bist du mega stark, weil du so viel Energie und alles dafür einsetzt, dass das nicht hochkommt. Das finde ich doch toll, dass du sagst, ja. Ja, und das Wichtige ist, das zu verstehen, das zu erkennen, dass genau dieser Kampf das ist, was verhindert, dass du dich wirklich mit dem, was ist, auseinandersetzen kannst. Vor allen Dingen finde ich das auch nochmal so toll, weil alle, die so zu uns kommen und dann auch die Ausbildung bei uns machen zum Inspirationscoach, sagen, ich fühle mich so schwach, ich habe überhaupt keine Energie, ich habe gar keine Kraft. Aber dabei sind es so starke Menschen, wie du es gerade schon sagst, weil sie immer wieder diesen alten Kampf jeden Tag neu eingehen. Ne? Weil sie diesen, und das kostet ja so viel Energie, jeder weiß das, der das selbst hatte oder hat, was das für eine Kraft kostet. Also ihr seid alle mega stark, sogar sehr wahrscheinlich sehr
sehr viel stärker als manch anderer so. Aber was ich gerade auch so interessant fand, war, dass du eine ganz andere Verknüpfung hattest als ich. Und jeder hier, der eine Essstörung hat, glaube ich, hat irgendwelche Verknüpfungen, so wie du das sagst, in der eigenen Welt miteinander getroffen, kombiniert, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben eigentlich, ne? Aber die wir fälschlicherweise dann so mal gemacht haben. Bei mir war das so, wenn ich essen kann, was ich will und damit entscheiden kann, auch selber, was ich damit mache, dann nur bin ich frei. Das heißt, für mich war das der Inbegriff von Freiheit. Und das ist ja grotesk, weil, wie du es ja gerade sagst, es ist ja ein täglich größtes Murmeltier, immer wieder der gleiche Kampf, total alte Spirale, aus der kein gefühltes Entkommen ist, also maximale Unfreiheit. Und als mir das so klar wurde, so, ey, was, ich fühle mich frei, das ist mein Autarksein, das ist meine einzige Möglichkeit im Moment, das Autarksein zu leben. So war das wirklich viele Jahre. Und deswegen habe ich mir das auch nicht nehmen lassen. Ne? Egal, wer da kam, egal ob Freund, Ex-Freund, Schwester, das waren dann so letzten Endes irgendwann die letzten Bindeglieder zur sozialen Umwelt, die ich noch hatte. Die haben immer zu mir gesagt, ja, du musst damit aufhören. Toller Tipp, du musst damit aufhören. Ne? Also wenn man damit aufhören könnte, dann würde man das sicher tun. Okay. Ja, toller Tipp, ganz großes Kino, ja. Mann, aber ich meine, woher sollen sie es wissen, ja? Und dann geht ja nur der Widerstand, also bei mir geht dann voll der Widerstand los, ja? Und ich denke mir, jetzt erst recht nicht und ich bin frei, ich mache, was ich will, zumindest in diesem kleinen Stückchen, ja? So. Und das ist doch, glaube ich, etwas, was auch viele von uns vereint. Also der Kontrolle, diese Kontrolle haben zu wollen über das Leben, also quasi die darunterliegende Angst vor dem unkontrollierbaren, unsicheren Leben. Und dann eben auch dieser Freiheitsaspekt, weil wir uns vielleicht die Freiheit gar nicht so richtig im richtigen Leben erlauben, weil wir uns da sehr den Zwängen ausgeliefert fühlen. Ne? Also ich glaube, das könnte noch so einer sein. Was erlebst du sonst noch so für Verknüpfungen? Das fand ich ja irgendwie interessant, weil du eine ganz andere hast als ich. Ja, also ja, ich was auch ganz, ganz groß war und auch, also so ein ganz tiefer Glaubenssatz bei mir war lange, und ich würde sogar sagen, das war meine Identität. Also ich habe mich mit einem Glaubenssatz, der ich bin nichts, bedeutet hat, habe ich mich sehr stark identifiziert und der war verknüpft mit allem, was mit der Essstörung zu tun hatte. Und ich habe mir im Grunde auch eingebildet und eingeredet und auch geglaubt, dass ich ja wüsste, was das Außen so sagt oder was das Außen denkt. Also ich habe meine eigene Identität, mein komplettes Ich, meine gesamte Existenz habe ich auf dem, was ich ins Außen rein interpretiert habe und ja auch nur mit meiner eigenen Welt möglich, habe ich zu meinem Ich gemacht. Also ich war davon abhängig, was andere Menschen sagen, wie andere Menschen gucken und habe mir eingebildet zu wissen, was das dann für mich persönlich bedeutet. Also im Grunde konnte im Außen, egal was passieren, ich habe alles persönlich genommen, weil ich davon abhängig war, dass es ein Außen gibt. Denn ich habe sonst null gefühlt. Also sobald ich alleine war und mich ja auch selber isoliert habe, auch total konträr, der Moment, wovor ich am größten Angst hatte, allein zu sein, den habe ich trotzdem immer wieder selber genau. erschaffen. Ja, ich auch. Weil ich mich trotzdem nicht getraut habe, rauszugehen, darüber zu sprechen, was zu sagen, mich eklig gefühlt habe, dachte, oh, das sehen Menschen mir doch jetzt bestimmt auch an oder nach dem Erbrechen, da stinke ich doch, meine Haare stinken bestimmt auch mittlerweile, ich stink bestimmt aus jeder Pore nach Kotze. Also das waren auch so Gedanken, die ich halt geglaubt habe. Und ich fand es halt selber unfassbar wertvoll zu erkennen, wie abhängig, nicht nur vom Essen, sondern wie abhängig meine Identität, meine Existenz generell von dem Außen war und zu dem Zeitpunkt ist. Und das im Grunde auch ein Bestandteil der Essstörung ist, um nicht nach innen zu gucken, um keine Verbindung, keine Beziehung, kein Gefühl, was im Innen liegt, irgendwo überhaupt zu spüren, also nicht mal ansatzweise zu spüren, sondern nur über das Außen, nur über das, was im Außen da ist, was ich dort bekomme, also auch abhängig von Liebe, von Männern, von körperlicher Anziehung, also immer Dinge gesucht, über die ich mich in irgendeiner Art und Weise spüren kann, weil ich es mit mir allein eben nicht konnte und das nur mit Essstörung aushalten konnte, dass da nichts ist. Ja, ja.
ganz genau. Und weißt du, ich weiß nicht, wie du das machst, aber unser Ansatz ist genau wirklich der, zu gucken, ganzheitlich zu gucken, wo kommt das her? Also zurück in die Vergangenheit zu gehen, viel innere Kindarbeit zu machen, die Themen anzuschauen, die dazu geführt haben, dass man eben dieses Mittel der Wahl in sein Leben gezogen hat, auch wirklich damit Frieden machen, es erstmal anerkennen, es nach Hause lieben, sag ich mal, und wirklich zu gucken, okay, wenn wir beide merken, dass wir nicht Feinde sind und ich auch schon mal jetzt gar nicht mehr gegen meine eigene Essstörung kämpfen muss, weil damit kämpfe ich ja ein Stück weit gegen mich auch wieder und damit eben immer mehr aufhöre, meine Muster angucke, also meine alten unwahren Gedanken ansehe, die überprüfe, da eine Lösung finde, meine Gefühle bejahend fühlen lerne in mir und auch wirklich durch leichte kleine Übungen, die erstmal nicht überfordern, den Kontakt mit mir übe, also langsam, aber sicher mich mir selber annähere, weil das war damals auch so für mich so ein Schock, dass ich gemerkt habe, boah, ich flüchte vor mir. Die ganze Zeit. Ja. Ich will keine Sekunde mit mir sein. Wie kann das sein? Bin ich so schrecklich? Habe ich mir selber dann so mich selber gefragt, bin ich eigentlich so schrecklich, dass ich mit mir nicht eine Sekunde sein möchte? Das gibt's ja eigentlich gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ich wünsche mir die ganze Zeit, wie du auch, vom Außen Liebe und gesehen werden, anerkannt werden, aber ich will mit mir auf keinen Fall was zu tun haben. Was ist denn da los? Das hat mich so traurig gemacht. Und dann habe ich angefangen, mir wirklich diese Kinderbilder mal reinzuholen. So, da waren Bilder aus Altersklassen von mir, wo ich auch wirklich gemerkt habe, boah, ich lehne mich so ab. Ja, ich möchte mich gar nicht jetzt hier mit mir sehen. So, ne? Also ich möchte die nicht sehen, die Bilder. Aber das war der größte Teil der Lösung, weil ich dann sehen konnte, in welchen Altersklassen habe ich tatsächlich auch Sachen erlebt, die mich eben in diese Essstörung geführt haben. Angefangen von sexuellem Missbrauch schon sehr, sehr früh, über ganz, ganz viele Verluste und auch so totalen Vertrauensverlust ins Leben auch. Ne? Das hat wirklich, glaube ich, dazu geführt, dass das kam. Also das heißt, an jeden, der gerade zuhört und der eine Essstörung in irgendeiner Art und Weise hat, du hast das nicht einfach so, weil du hier oben, ne, weil das habe ich immer gedacht, ja, ich habe wohl irgendwie eine Schraube locker, keine Ahnung, was mit mir wieder los ist, so weiß ich nicht, ja. Aber irgendwie anormal, darf keiner merken. Und dann habe ich erstmal gemerkt, nee, also das, was ich hier entwickelt habe, das war ganz schön klug. Also das ist irgendwie echt einfach eine Überlebensstrategie und das habe ich sogar gut gemacht, weil die andere Überlebensstrategie wäre vielleicht wirklich gewesen, krasse Drogen zu nehmen oder mich vollkommen wegzuschießen oder mich sogar umzubringen, so wie ich es mir sogar gewünscht hätte, wenn ich den Mut gehabt hätte dazu, ja. So habe ich es wenigstens halbwegs hingekriegt, sag ich mal. Das hat mich sehr berührt und durch die Arbeit dann, auch das bejahende Gefühle füllen, habe ich langsam in kleinen Schritten immer mehr Kontakt zu mir bekommen. Das ist wahrscheinlich bei dir ähnlich, oder? Ja, also definitiv. Und ich würde sagen, also ich habe gerade so gedacht, während du gesprochen hast, habe ich gedacht, das ist ja spannend, weil ich zum Beispiel im Grunde da, also mir persönlich geht es halt auch ganz viel darum, die Dinge, die ich durch diese tiefe Arbeit, also durch diese tiefe Arbeit, die du gerade beschrieben hast, wo es auch viel darum geht, das innere Kind wieder anzunehmen, in den Arm nehmen zu können, zu lieben, um so einen Zugang zu den Gefühlen zu bekommen, die ja tatsächlich natürlich jeder Mensch in sich trägt, die nur jahrelang in irgendeiner Form halt irgendwo eingeschlossen wurden, weggesperrt, Schlüssel weggeschmissen, so ungefähr. Doch da den Zugang wieder herzustellen, das ist aus meiner Sicht super, super wertvoll und ein riesengroßes Schlüsselerlebnis auf diesem Weg. Und das, was ich dann daraus sozusagen mitnehme als Gefühl, als anfangende Verbundenheit im Innen wieder zu mir, als wachsendes Bewusstsein, das auch heute, also im Jetzt, im Hier und Jetzt, so Stück für Stück in mein Leben tatsächlich zu integrieren, über immer wieder Bewusstsein in mein Leben zu bringen. Die Erkenntnisse, die ich durch intensive Arbeit in der Tiefe hatte, die auch im Hier und Jetzt zu reflektieren und für mich selber auch im heutigen Leben zu erkennen, um im heutigen Leben all diese kleinen Dinge, die ja super tricky sein können, die im heutigen Leben anzupacken, im Grunde umdrehen zu können durch die ganzen Tools, die ich ja durch die tiefe Arbeit auch mitgenommen und kennengelernt habe, das im Moment zu sehen, anzuwenden, um so nach und nach auch wirklich all das, was ich im Grunde erkannt habe, zu leben und mit Leben zu füllen und somit darauf aufbauend dann auch das Leben, sage ich mal, zu erschaffen in der Zukunft über die Jahre,
was ich wirklich möchte. Genau. Weil das habe ich ja durch die tiefe Arbeit angefangen zu erkennen, wer ich wirklich bin, was ich wirklich möchte, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse. Und das alles jetzt im Moment zu erkennen, zu stärken, noch mehr ins Bewusstsein kommen zu lassen, um das wiederum zu leben und für die Zukunft auch so ganz bewusst einzubringen und zu integrieren, um dieses Leben zu erschaffen, was, glaube ich, wir beide halt sehr, sehr gut oder was wir, glaube ich, beide von Herzen einfach nur bestätigen können, dass das ist, was auf jeden wartet. Dein echtes Leben. Absolut, kriege ich Gänsehaut ohne Scheiß. Und was ich auch so krass finde, ist, dass du gerade voll unsere Herz-über-Kopf-Methode beschreibst. Also quasi genau das auch so machst und lebst, wie wir das machen, ne? Und wirklich auch jeden Tag eben diese ganzen Heilungsschritte, die wir ja erlebt haben, immer wieder auch neu umzusetzen und immer wieder zu gucken, was ist jetzt gerade. Also quasi, man kann es wirklich so sagen, diese vielen Jahre, die waren so wichtig. Also so adaptiere ich das jetzt mal auf mich. Die waren so wichtig für mich, weil ich habe tatsächlich ganz, ganz tief geschaut. Ich habe enorm viele tolle Methoden gelernt, das Beste daraus gezogen, ist für uns jetzt umgesetzt zu einer Methode, die definitiv 100% funktioniert. Und zwar so, dass sie nachhaltig funktioniert. Und die Energie freisetzt, die damals eben eingesperrt, weggeschlossen, Schlüssel weg, so wie du gesagt hast, was ja leider nicht funktioniert, ne? Dass wir all diese Energie, die frei wird, endlich nutzen und für das einsetzen, was wir uns wünschen. Ich habe letztens so zum Walter gesagt, weil ich wusste, wir sprechen uns ja heute, habe ich so gemeint, weißt du, was für mich der größte Gewinn ist an all dem? Und er so, ja, was? Und da kommt ja dann von jemandem, der überhaupt nicht essgestört ist, da kommen so ganz viele Ideen, ne? Und ich so, nein, 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 auch nicht. Ich so, die Zeit, ich habe unheimlich viel Zeit gewonnen. Was hat das immer an Zeit gekostet im Kopf und in der Umsetzung? Abgesehen von der Isolation und all den anderen Themen, ne? Aber ich habe einfach unfassbar viel Zeit gewonnen. Und die Zeit, die setze ich genau wie du für unser Herzensbusiness ein, für schöne Dinge, für Sachen, die mich nähren. Ja. Und ich bin immer fest davon überzeugt, dass wir eine solche intensive Überlebensstrategie, die uns vielleicht wirklich gerettet hat, und das meine ich ganz, ganz ernst, die hat viele von uns einfach definitiv gerettet. Und dass wir die erstmal liebevoll annehmen und dass wir dann tief gehen und schauen, okay, was hat die alles für mich erfüllt und wie kann ich mir das jetzt neu und anders erfüllen? Ich musste tatsächlich gegen diese Schwere, wenn man da so eine Waage sieht, weißt du, hier lag meine Essstörung drin. Die hat alles für mich gemacht, ne? Mich zu beruhigen, mich zu entspannen, mich zu trösten, mich nicht mehr so alleine zu fühlen, mich von mir abzulenken, mich zu betäuben, all das hat meine Erstörung gemacht. So, und jetzt ist hier die andere Seite. So, da muss jetzt erstmal was rein, was genauso viel Benefit für mich bringt, in den Momenten, wo ich das gerade noch lebe und nicht die danach, wo ich das Gefühl habe, boah, das war aber beschämend, das war aber schlecht und so, ne? Weil in dem Moment ist ja ein Benefit da. Also jetzt darf hier ein Benefit mindestens rein, der genauso schwer ist. Und der, das ist halt so ein bisschen das Thema, entsteht ja erst nach und nach, ne? Durch die Aufarbeitung. Und die ist ja auch nicht immer schön, ja, sondern da braucht es Geduld. Da braucht es Geduld und Liebe. Und die entsteht ja auch erst, ne? Also ist klar, dass das erstmal ein Disbalance ist, oder? Das wirst du wahrscheinlich genauso erlebt haben. Das war für mich so ein langsames mich dahin arbeiten, ne? Und mittlerweile muss ich echt sagen, ist es so, ohne Scheiß, also jetzt sieht man meine zweite Hand gar nicht mehr, weißt du, so, jetzt ist hier alles, was ich so toll finde und was ich lebe und das hier ist so dermaßen überhaupt nicht mehr wichtig, ja, und es ist einfach von alleine gekommen, wie du schon so sagst, in dem Moment, wo ich immer mehr den Korb an Sachen angefüllt habe, die toll sind, so, ne, und ein schönes Umfeld. Eine Berufung, die mir wirklich gefällt. Eine Sinnhaftigkeit in meinem Leben. Kontakt zu meinem inneren Kind. Damit Unabhängigkeit. Das Fühlen der Ohnmacht, die ganze Zeit in mir war. Das Fühlen der Trauer, die ich immer weggedrückt habe. Das Fühlen auch der Wut und dieser Sehnsucht nach Eigenbestimmung. Nach auch ich selber sein dürfen, auch mit allem, was ich habe. Und ich bin schon ein bisschen, sagen wir mal, besonders so. Also im Sinne von, ich habe schon so meine Screens, ja. Und ich habe so, ich sage immer, ich bin ein bisschen Frau Rottenmeier so, ne? Also bei uns im Team, wir sagen immer alle so, ja, da kommt wieder die Frau Rottenmeier, die Strenge und die nee. Ja, das bin ich, weißt du, so. Ich kann unheimlich liebevoll sein, aber ich kann auch voll ätzend sein. Und das bin ich. Und das habe ich mir nie erlaubt, weißt du. Und das alles so zu integrieren und zu sagen, ich darf so sein, wie ich bin und ich bin gut so, das bringt so diese Freiheit und das lässt so diese Waage immer mehr sich verändern. Ja. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit und Spucke, ne? Das geht jetzt nicht so zack. Ja, leider. Nee, ich erlebe es auch, also gerade weil du das so schön mit dieser Waage beschrieben hast, das Bild ist ja genial, habe ich auch gerade so ein bisschen überlegt zwischenzeitlich und habe dann auch gerade gedacht, ja, bei allen, auch
bei allen Coaching-Programm-Teilnehmerinnen und auch sicherlich bei allen, die bei euch die Ausbildung machen und eine Essstörung mitbringen aus ihrer Geschichte heraus oder aus dem Moment heraus, ganz egal wann die eine Rolle gespielt hat. Doch ganz, ganz viele, und ich möchte das, oder ich finde es so wichtig, das 1000 Millionen Mal zu sagen, dass es wirklich auch wichtig ist, nicht aufzugeben. Denn gerade dieses Gefühl, gerade dieses, es wird niemals, da wird niemals was anderes sein, ich werde es niemals schaffen, hier irgendwie eine ausbalancieren können, es wird immer stärker bleiben als alles andere, das andere wird niemals stärker als die Essstörung, da ist nicht so viel wie die Essstörung. Nein, da, genau da weiterzugehen. Und ja, das ist meistens so eine, egal wie lange, aber wenn es mal eine Phase, die nicht in dem Moment nicht so viel Spaß macht oder meistens auch mit viel Schmerz, mit viel emotionalem Ballast behaftet ist, wo du ja in diese Gefühle kommst, die du jahrelang bekämpft hast. Also du spürst im Grunde alles, was du jahrelang erfolgreich unterdrückt hast, und plötzlich soll dein Unterbewusstsein verstehen, dass das aber der Weg ist, den ihr gehen wollt. Ja. Also dass da so dieser Kampf auf häufig, ganz, ganz häufig nochmal lauter wird. Das ist ganz normal. Ich werde halt so oft gefragt, oh, ist das auch richtig? Ich habe das Gefühl, meine Essanfälle sind wieder schlimmer geworden oder ich esse jetzt wieder weniger. Ich habe wieder abgenommen, obwohl ich doch zunehmen muss und möchte. Das gehört so oft dazu. Absolut. Und da nicht aufzugeben, sondern es einfach zu sehen, ja, zu beobachten, den Moment zu sehen, anzuerkennen, dass das ein Schritt ist, der für das langfristige Ausbalancieren notwendig ist. Und dass es im Grunde ein Versuch ist, von deinem Gehirn, von deinen Synapsen, dich von dieser alten Welt weiterhin zu überzeugen und dich dort zu halten. Weil die Essstörung ist ja auch ein Bestandteil dieser sicheren Welt. Da fühle ich mich geborgen, da fühle ich mich sicher. Der kann ich vertrauen, weil das ist die, die ich kenne. Das ist die, die ich kann und bei der ich das Gefühl habe, alles unter Kontrolle zu haben. Doch es ist eben nicht, es ist nicht echt. Genau, es das nennen wir, weißt du, wie wir das nennen? Das ist auch wieder so spannend, weil du erzählst die ganze Zeit, als ob du unsere Ausbildung durchlaufen hättest. Das ist voll faszinierend, weil du erzählst die ganze Zeit vom alten Ich. So nennen wir das. Das ist nichts anderes als das alte Ich. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, weißt du, dass das alte Ich halt einfach natürlich so viele Jahrzehnte lang so deutlich geübt wurde, wie das alte Land, in dem wir zu Hause sind, wie du schon sagst. Und wir dürfen jetzt immer mehr das neue Ich kultivieren, aber das neue Ich, das ist wie so eine Art Trampelfahrt, nicht wie so eine breite, ausgefahrene Autobahn, auf der wir uns total zu Hause fühlen und alles kennen. Das ist erstmal Dschungel. Und wenn wir den mal einen Tag oder zwei nicht so gelaufen sind, dann ist es wieder Dschungel. Das heißt also, wir dürfen das kontinuierlich immer wieder gehen, diesen neuen Weg. Und dann braucht es seine Zeit, bis er sich wohlig, warm anfühlt. Er fühlt sich erstmal unsicher an. Er fühlt sich einfach erstmal normal, fremd an. Das ist normal, das hat jeder Mensch. Und ich glaube, was ich da jetzt auch bei uns beiden so wertvoll finde, ist, dass wir echt zwei alte Hasen sind. Das heißt, wir wissen, wovon wir erzählen. Wir wissen selber, dass es, also, und ich hoffe, dass das eben dann auch Menschen unterstützt, dass sie hören, dass es eben nicht so ist, dass die jetzt von heute auf jetzt, peng, wow, und dann war alles gut und mir ging's, oh, ich war super, ich war geheilt, weißt du so, weil jemand, der das erzählt, ja, sorry, dem glaube ich schon mal per se nicht mehr, weil Essstörung, finde ich, ist mit eins der verflixtesten Thematiken, die es geben kann, weil leider musst du essen, um zu überleben, du musst mit der Nahrung klarkommen, ja, und musst es irgendwie hinkriegen, ne, und ich meine, das kennt jeder von uns, der eine Essstörung hatte, Buffets, ne, sind so Sachen, wo ich manchmal so denke, okay, ja, so besonders auch so, wo so Masse ist, ne, so viel, also da denke ich mir immer so, oh mein Gott, ich meine, das geht mittlerweile auch super gut, aber das war früher echt eine Herausforderung. Und diesen Herausforderungen, den bist du ja überall, geh in die Stadt, die Bäckereien und so, also war für mich immer so, oh, eine nach der anderen, es riecht lecker und so. Wir sind mit allen Sinnen angesprochen, das ist echt schon ganz schön herausfordernd. Das dauert seine Zeit, um wirklich allen, die gerade wieder so am Verzweifeln sind, und da zähle ich mich echt lange Jahre selbst zu, das kannte ich super gut, das ist echt der normale Weg, aber du wirst es hinkriegen. Also das kann ich auch garantieren, weil wir es auch geschafft haben, oder wir sind ja nicht anders als die anderen, wir sind ja genau jeder, der hier zuhört. Also da ist jetzt keine Magic in uns, auf gar keinen Fall, ja? Nein. Also das Einzige, was wir halt vielleicht gemacht haben, ist, dass wir wirklich uns entschieden haben, irgendwann definitiv hinzugucken und diese ganzen Irrungen und Wirrungen und komischen Verknüpfungen und ungefühlten Gefühle und alten Gedanken anzugucken und zu verändern, zu lösen und da damit besser zu verstehen, wie du es gesagt hast, und dann endlich in eine Heilung zu kommen. Das heißt, wir waren bereit zu heilen. Wir wollten das echt wissen.
Und dann haben wir uns auf diesen Weg gemacht. Und ja, der Weg, der geht auch für mich immer weiter, weißt du, weil ich, genau wie du das Gelernte einfach jetzt auf alles andere umsetze und die Energie einsetze für das, was ich wirklich will. Das ist etwas, was ich, das kennst du bestimmt auch, ich hätte nie für möglich gehalten. Nie. Nein, ich auch nicht. Dass das so geil wird, dieses Leben, dass das so frei ist, dass ich so glücklich bin. Und weißt du, was ich vor allen Dingen nie gedacht hätte, dass ich alles essen kann, ohne dick zu werden. Ich hab das so gedacht, das war so klar für mich, wenn ich esse, werde ich dick und ich esse und ich bin nicht dick. Das finde ich so, oh, ich habe schon insgesamt, habe ich 10 Kilo zugenommen, das muss man schon, aber ich war ja auch extrem dünn halt, ne? Aber ich esse normal und ich bin voll schön schlank, ich sehe geil aus, also finde ich jetzt mittlerweile, weißt du so? Das hätte ich früher auch nie gesagt. Ja. Das geht dir bestimmt auch so, oder? Das sind so Sachen, da hätte ich gedacht, nein, das kann auf keinen Fall sein, ja? Ja, und ich glaube, das ist halt auch das, was ich sehr, sehr kritisch im Moment sehe. Und ich kann das auch mittlerweile aus Überzeugung sagen, aufgrund dieser eigenen Erfahrung, dass der Fokus auf Essen und auch wenn ich zum Beispiel anfange mit einem Ernährungsplan und ich verstehe, warum das gemacht wird, ich verstehe das. Und natürlich spreche ich auch nicht von denen, wo es ums Überleben geht und wo es wichtig ist, dass überhaupt erstmal irgendeine Form von Energie zugeführt werden kann. Doch so grundsätzlich, die nicht in der Lebensnot sind, wo es noch nicht um das körperliche Tod oder Leben geht, sondern die wirklich in der Lage sind, noch zu denken, da ist mir auch wichtig, dass verstanden wird, dass du jeden Tag im Grunde eine Entscheidung triffst für das Leben oder gegen das Leben. Und das machst du ja ein Leben lang. Also auch heute stehe ich morgens auf und entscheide mich für mein Leben. Und für mein Leben entscheiden bedeutet heutzutage, dass ich mir, dass ich mir einfach vorstelle, dass ich diesen Tag so gestalte, wie es mich erfüllt, dass er mir entspricht und dass ich nicht so viele Dinge mache, die komplett gegen meine inneren Werte sprechen, sondern dass ich diesen Tag nach meinen Bedürfnissen so gut wie es mir möglich ist erfülle und gestalte. Und dafür entscheide ich mich jeden Tag wieder. Und auch in einem Heilungsprozess, egal wo ich stehe, ich sehe das als eine gewisse Entscheidung, die ich jeden Tag aufs Neue treffe. Und natürlich sind da mal ein paar Tage dabei, die sind halt nicht so, nicht so toll. Oder da hast du das Gefühl, alles ist noch schlimmer als vorher. Das hatte ich auch ganz, ganz oft. Doch es geht nicht darum, dann bewertest du im Grunde schon wieder. Dann bewertet schon wieder ein Gedanke, ob dieser Tag jetzt gut oder schlecht war. Und diese Gedanken sind auch wiederum nur Gedanken. Also wirklich diese Perspektive ein bisschen mehr von außen zu betrachten, den Fokus weg vom Essen zu nehmen. Denn das Essen ist ja das, was dich auch unterbewusst in der Essstörung hält. Solange du den Fokus auf das Essen legst und glaubst, dass Essen das Problem ist, bekämpfst du weiterhin das Essen. Doch dadurch wird der Weg nach innen im Grunde wieder blockiert. Du verwehrst ihn dir dadurch. Deswegen ist es mir ganz wichtig, oder auch in meiner Arbeit, geht es halt gar nicht um Essen. Es geht 0,0 um Essen. Wenn jemand über Essen spricht, ich will das nicht hören. Und ich gehe da auch nicht drauf ein. Das ist so, als wenn jemand was gesagt hätte, ich hätte es nicht gehört und spreche einfach da weiter, wo ich aufgehört habe. Weil es nicht um das Essen primär geht. Zumindest nicht ab dem Punkt, wo sich jemand dafür entscheidet, den Blick wirklich nach innen zu richten. Und das finde ich so wichtig, weil es häufig, gerade in Klinik oder ja doch im Klinikrahmen, ist der Fokus aus meiner Sicht noch sehr stark auf diesem Essen und auf der Kontrolle übers Essen. Ja, voll. Und ich finde, da gehört mittlerweile wirklich auch dieses neue Bewusstsein rein, dass man das Essen nicht so primär in den Vordergrund stellt, denn dann arbeite ich ja wieder nur an dem oberflächlichen Problem, was nicht das Problem ist, von innen betrachtet. Ja. Und das will ich verändern. Da bin ich aber auch, da werde ich richtig emotional, da hast du vollkommen recht, ja, weil ich mir denke, mein Gott, dass sie es immer noch nicht gerafft haben. Ne? Also ich meine, das ist eben einfach nur Verhaltenstherapie, was sie dann anwenden, weil sie, glaube ich, einfach so ein bisschen ohnmächtig sind. Ne? Also selbst in diesen Einrichtungen, und ich war ja selber damals in einer, ging es genau, wie du sagst, eben nur darum. Ja. Und es wird kontrolliert, was für eine Scheiße, es wird kontrolliert, ne?
über Wagen und über die ganzen Messungen, ob du auch wirklich das gegessen hast, das überhaupt nichts bringt. Also wie du schon sagst, es geht um Eigenbestimmtheit, es geht um Freiheit, es geht darum, den Fokus nach innen zu richten, genau wie du sagst. Und ich finde, das sind teilweise so veraltete Therapiemöglichkeiten, die da anwenden, die bringen mich auch jedes Mal wieder zum Haare raufen. Diese ganze Verhaltenstherapie ist im Grunde letzten Endes nichts anderes, wenn es überhaupt funktioniert. Bei mir hat es null funktioniert. Ich gehe dann eher in den Widerstand, wenn mich jemand kontrolliert oder mir was vorschreibt oder mir was verbietet, dann denke ich mir so, jetzt erst recht, weißt du, so heimlich. Und da bin ich gut dabei, so das dann irgendwie auch so zu tricksen. Und was meinst du, als ich da damals war, ist ja jetzt auch schon ewig lange her gefühlt, das haben alle gemacht. Alle haben verarscht, haben dann mal eben 2 Liter Wasser getrunken vor der nächsten Wagenmessung. Genau, das ist eine Scheiße. Und das kann doch nicht sein. Also da finde ich unsere Ansätze viel, 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 viel sinnvoller, weil sie einfach tief gehen, weil sie einfach das tatsächliche Element darin vom Herzen her beleuchten und weil sie mit Liebe anfangen, das zu heilen, was da eben aus irgendwann mal Unliebe zu sich selbst, weil man es einfach gar nicht anders konnte, weil man hart wurde zu sich, weil man es vielleicht auch in der Umgebung so erlebt hatte. All die Erlebnisse, die uns zu demjenigen gemacht haben, der wir heute sind, das dürfen wir uns angucken, das dürfen wir nach Hause lieben. Und in dem Moment wird es sich definitiv verändern, aber sicherlich nicht über verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Also natürlich auch nicht über Kalorien zählen und sich dogmatisch an irgendwas halten. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert in dem Moment, wo man es freilässt. Ne? Und ich weiß, das ist der größte Schritt, wie du sagst. Das ist so die größte Angst. Ne? Weil das ist ja genau das Gegenteil von dem. Ja. Aber es funktioniert. Und ich finde, wir sind 2 lebende Beispiele dafür, dass es wirklich so ist. Und allein das, hoffe ich, gibt ganz, ganz viel Hoffnung den Menschen, die da draußen sich damit noch so abkämpfen. Und wir sind gerne da für euch beide. Je nachdem, welcher Ansatz euch da besser gefällt, ist es ganz frei zu wählen. Kira hat ganz tolle Herzensunternehmung, Herzensbusiness, das nennt sich Soul Food Journey. Und sie begleitet euch. Sie hat einen tollen Podcast, sie hat eine tolle Homepage, wo ihr sehen könnt, was sie alles macht. Wir werden das natürlich verlinken. Ihr könnt auch uns beiden die Fragen stellen. Ich bin mir sicher, wir werden sie beide sehr gut beantworten. Und ja, wir sind beide gerne für euch da. Wenn irgendwas da ist an Fragen, dann nix wie her damit, gell, Kira? Ja, einfach frei raus. Es gibt keine Verbote, es gibt kein Tabu. Wenn irgendein Gedanke da ist, dann einfach aussprechen, denn ansonsten wird er wahrscheinlich ein weiterer Bestandteil des Topfes, der in dir brodelt. Also fang es einfach an, rauszulassen, und wenn es Personen im Umfeld gibt, dann auch da oder halt direkt eine E-Mail an Christina, an mich. Lass es auf jeden Fall raus, damit du es nicht einfach nur mit dir selber irgendwie versuchst auszumachen, weil du glaubst, du musst alles alleine schaffen. Genau, das ist ja auch noch so ein weiterer Glaubenssatz von uns. Ja, ich weiß. Ja. Also, ach Mensch, ich könnte ewig weiter mit dir reden, weißt du was? Ich finde das so schön. Oh, ich könnte jetzt hier noch stundenlang, aber ich glaube, wir dürfen jetzt für heute erstmal zu Ende kommen. Aber es steht hier ja nichts im Wege, dass wir uns wieder treffen und weiter die Interviews oder was auch immer auf die Beine stellen gemeinsam. Ich habe da auf jeden Fall große, große Lust drauf. Und ich danke dir für deine Zeit und für deine Liebe und für all den Input, den du uns jetzt gegeben hast. Das war ganz, ganz, ganz toll, Kira. Vielen, vielen Dank. Oh, ich danke dir, Christina. Es hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir genau die Menschen erreichen, die es brauchen, und dass es da innerlich etwas auslöst oder wenn es ein Gefühl ist, wenn es ein Impuls ist für den eigenen nächsten Schritt, dann nutzt jetzt die Chance und geht den nächsten Schritt. Es sind alles viele, viele, viele kleine Schritte auf dem Weg. Und die dürfen auch ein Stück weit, die dürfen auch Spaß machen. Das muss nicht so schwer sein. Es darf auch wirklich Spaß machen und geht mit Neugier voran. Ach Mensch, danke dir für dieses schöne Schlusswort. Und damit belassen wir es jetzt auch und wünschen euch einen ganz tollen Tag. Und ich möchte dich immer wieder einladen, bring dein Strahlen in die Welt, weil dein Strahlen wirklich wichtig ist und den Unterschied macht. Und selbst wenn du am Tag nur einen anderen Menschen zum Strahlen bringst, dann wirst du diese Welt schon definitiv ein Stückchen heller machen. Und das Strahlen ist garantiert auch in dir. Da sind wir beide uns sehr, sehr sicher. Und glaub uns, auch wir hatten Zeiten, in denen wir da nicht so richtig dran geglaubt haben, dass in uns ein Strahlen ist. Und jetzt siehst du uns hier. Und wenn wir das können, kannst du das erst recht. Also, in diesem Sinne noch einen ganz wunderschönen Tag an euch alle. Auch an dich, Kira. Vielen, vielen, vielen Dank für dich. Und wir beide sehen uns garantiert wieder. Und ihr alle seid immer herzlich willkommen. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.